habe ich am 16.04. aufgeschrieben mit der Überschrift Turm fegen. Heute war was los am Turm. Es wurde geputzt, es wurde gefegt. Ein jeder, der zugegen war, ein jeder hat nach seinem Teil sich für den Bismarckturm bewegt. Sei es die Stühle, sei es die Treppe, auch der Bismarckturm von innen, wie seit Jahren schon gepflegt, vor dem ersten Öffnungstag tut man auf dieses sich besinnen. Denn wie wollen wir uns zeigen? Die Osterzeit rückt in die Welt. Unser Turm und die Umgebung präsentiert sich voller Stolz, wie aus dem Osterei gebellt. Nach der Arbeit gab es Kuchen, obwohl er gar nicht war bestellt. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen, hat den Kuchen unentgeltlich auf den neuen Tisch gestellt. Ohne einen Pfennig Geld, selbstverständlich wohl bekannt, nicht nur, wenn der Turm gefegt, von April bis in Oktober verrichtet mancher seinen Dienst, so etwas nennt man Ehrenamt. Doch auch hinter den Kulissen, was so mancher gar nicht sieht, mit Freizeitarbeit oft verbunden, zum Wohle für Verein und Turm, so manches gutes Werk geschieht. Doch genug der vielen Worte, lange Rede, kurzer Sinn, in Günter Sauler seinem Sinne wird es auch so weitergehen, das denkt ein jeder immerhin. Ja. Dann habe ich aber noch ein Punkt. Sonderöffnung Bismarckturm vom 10.09.2019. Neulich bei der Sonderöffnung 20 hochstudierte Männer von der Uni Bielefeld, zwar alle schon im Ruhestand, doch jeder war für sich ein Kenner. Nach meinem Vortrag, der ausführlich, man tut ja schließlich, was man kann, kam man dann so ins Gespräch, ein Herr sprach mich persönlich an. Seine Mutter stammt aus Herford und dann machte er mir klar, könnte es wohl ein Zufall sein, dass sie in ihrer Klasse war? Der Herr bestimmt so alt wie ich, ich fragte ihn, ich bin so frei. Ganz höflich habe ich ihn gefragt, wie alt er seine Mutter sei. Seine Mutter, sagte er, wie sollte es auch anders sein? Geistig ist sie noch sehr rüstig, sie ist 94 Jahre, doch lange schon im Altersheim. Ich blieb ruhig, holte Luft, bedankte mich gleich auf dem Fleck, stand auf und ging woanders hin, denn ich hatte einen Deck.